Und wieder herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme von Let's Play Anno 1503. So, dann wollen wir mal schauen, wie geht es unserer neuen City? Also wenn man mal so auf die Karte guckt, ne? Ihr könnt ja die Maus leider nicht sehen, aber wenn ihr mal so auf die Karte schaut, dann schaut euch mal die Gebietsmarkierung an, ne? Die Form. Dazu sage ich jetzt nichts weiter, das ist mir nur gerade ins Auge gestochen sozusagen. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, genau, die Wohnungsreihen da vervollständigt und hier unten angefangen, neue Produktionsbetriebe aufzusetzen. So, muss mal hier den Sound leiser drehen, sonst fallen mir die Ohren ab. Und ich würde sagen, das setze ich auch einfach mal nochmal etwas fort, denn ich denke, das wird hier so nicht reichen. Schätze ich jetzt einfach mal so. So. Habe ich das Gefühl? Warum auch immer. Ich glaube, da war so eine Erhebung, kann das sein? Die ich gerade nicht sehe. Nö. Hä? Er redet in Rätseln, muss ich sagen. Ich verstehe es gerade nicht. Eine seltsame Symmetrik? Ja, eine seltsame Symmetrik ist hier gerade am Start. Keine Ahnung. Wundere mich nur, warum das so ungerade ist. Und jetzt ist es hier wahrscheinlich wieder gerade. Ja. Pff, warum auch immer. Strange. Wie ich das Gefühl, der hat zu wenige Felder. Das sieht aber auch nichts, wenn ich den Button spamme. Na gut, dann halt nicht. So. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal hier... Warte mal, wie mache ich das eigentlich am besten? Pack hier nochmal eine hin. Und dann werde ich hier unten... Lol, der Affe eben, ey. Oh, ich mag Affen irgendwie. Affen sind cool. Wie findet ihr Affen? Mögt ihr die oder findet ihr die eher nervig? Ich finde die ja total putzig und lustig irgendwie. Ich muss sagen, die Geräuschkulisse haben die für die Zeit echt klasse hinbekommen, ne? Muss ich ja mal erwähnen. Kann man auf jeden Fall nicht unterschlagen. So, warte mal. Wir haben hier unten... drei Betriebe. Ich glaube, dann packe ich hier noch einen hin. Ja, so. Dann sollte das passen. Sieht schön aus. Würde ich so lassen erstmal. Na, brennt es mal wieder? Ja, es brennt mal wieder. Aber die Feuerwehr ist schon unterwegs. Ich würde gerade sagen, läuft jetzt durchs Haus, aber sie läuft daran vorbei. So. Ah, wir haben hier noch Zeug. So. Aber das Werkzeug wird hier unten auch schon knapp. Dann würde ich sagen, wir richten mal eine Route ein, würde ich so vorschlagen. Und diese Route, die würde ich auch erstmal, wir haben keine Seile mehr, verdammt. Ja, das hat man davon, wenn man alles verkaufen will, was man gerade im Moment nicht braucht. Ups, nicht braucht. Da muss ich gerade aufstoßen. So, warte mal, beschleunigen wir mal etwas. Ich weiß gar nicht, wie viele Seile brauchen wir eigentlich. Für ein, sagen wir mal, was ist das hier? Ne, Kriegsschiff. Wir brauchen... Ach, 10 Tonnen nur, das geht ja. Die haben wir ja fix zusammen. Tabakwaren haben wir anscheinend auch genügend im Moment. Ja, es gehen fast 200 Tonnen zurück. So, aber um die hier beglücken zu können, brauchen wir erstmal nur Wolle und Alkohol. Stimmt, Alkohol. Haben wir hier vielleicht sogar genug? Man könnte es mal versuchen. Aber ich will auch nicht zu viel riskieren. Ich meine, gut, wir haben hier auch noch Platz, aber... Ja gut, wir haben eine ziemlich hohe Bilanz, muss man sagen. Also eine gute in dem Sinne, ne? Eine gute Bilanz, aber... Man, ich will es ja auch nicht übertreiben irgendwo, ne? Also... Naja. Ansonsten würde ich schon fast sagen... Okay. Wir haben anscheinend genügend Nahrung. Ansonsten würde ich schon sagen, wir schnappen uns schon das Schiff hier unten. Wir brauchen es heute hier gerade nicht, glaube ich, ne? Nehme ich mal mit. Huh. Nerv. Flotte ist auf Zielkurs. So, dann holen wir hier auch nochmal Holz ein. Und dann bauen wir nochmal ein paar weitere Häuser. Um quasi schon mal die zweite Reihe zu beginnen. Während hier, können wir jetzt schon... Nö, können wir nicht. 4 Tonnen Seile. Na komm, beeil dich mal hier etwas.
Wir wollen doch was schaffen in dieser Folge. 5 Minuten sind schon rum, mein Freund. Da wollen wir doch noch was schaffen. Was macht denn der eigentlich? Ach so, stimmt. Der macht das ja mit den Seidenstoffen, ne? Die Seidenstoffe, die immer sofort weg sind. Schon, wie viel der da eigentlich abholt. Ja, okay. Gut, er holt jetzt auch nicht Unmengen ab. Aber trotzdem. So. Genau, hier hat es gerade gebrannt, aber ist egal. Wir schnappen uns hier noch Holz, Holz, Holz. Und auf geht's. Selbst Vollzeug! Wie ist es jetzt? 100, 200, 300, 400 Tonnen? 400 Tonnen Holz. Damit sollte sich was bewerkstelligen lassen, denke ich. Wir haben hier auch noch 62 Tonnen Holz. Wir haben übrigens fast 2 Millionen Goldstücke am Start, sehe ich gerade. Nice, ey. Echt nicht schlecht. Was haben wir überhaupt für eine Bilanz? So dolle kann die ja nicht sein. Hä? Mehr Ausgaben als Einnahmen. Oh, es brennt irgendwo. Zieht gerade ein riesen Feuerwehrlöschzug an meinem Haus vorbei. Also an meinem Haus. Ah, hört das? Laut genug ist es. So, warte mal, ich mache mal etwas langsamer. Wäp, Hilfe. So, wie haben wir das? Ach ja, okay, so haben wir das gemacht. Plopp, 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 plopp und plopp. Aber ich übertreibe jetzt erstmal nicht, weil nicht, dass uns die Nahrung am Ende wieder knapp wird. Da habe ich gar keine Lust drauf. Weg. So. Schon wieder diese Mozart-Mucke, obwohl gar keiner gestorben ist. Wobei ich glaube, diese Mucke kommt auch, wenn die Pest ausgebrochen ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die Musik ist ja hier teilweise ereignisgesteuert. Also, nicht teilweise. Sie ist ereignisgesteuert. Das war ja schon seit anno 1602 so. So. Dass die ereignisgesteuert war. Aber naja. Wobei man dazu auch sagen muss, ne, zu der Zeit, wo anno 1602 rauskam, da war das ja auch noch keine Selbstverständlichkeit, dass so etwas der Fall ist. So, wir brauchen einen Marktplatz. So. Ja, machen wir erstmal weiter. Huch, ne, Aristokratenhäuser kommen später. Aber sie kommen definitiv. Ihr hattet auch geschrieben, dass Aristokraten wohl gar nicht so viel fressen. Jetzt kommen die Bullen noch. Ich höre sie dort laut und deutlich. Da muss ja jemand wieder richtig Scheiße gebaut haben. So. Ich bin da etwas anderer Meinung mit den Aristokraten, von dem, was ich noch so aus der ersten Staffel weiß. Gut, vielleicht habe ich mich doch einfach ein bisschen blöder angestellt. Aber so von dem, was ich noch weiß, sind die doch ganz schön, wie soll ich es nennen? Hungrig nach allen möglichen Formen von Gegenständen, Stoffen und keine Ahnung was. Aber wie oft das hier anfängt zu brennen, ne? Es wird ja besser, je höher die Einwohnerstufe ist, aber so schnell lasse ich die jetzt hier auch noch nicht aufsteigen. Erstmal müssen wir hier grundlegend etwas fertig haben. So. Huch, nein. Verdammt, jetzt hat er das Haus gebaut. So, okay. Gut, so, jetzt schauen wir mal wieder nach... Boah, wir sind schon weit gekommen. Dann schauen wir mal wieder nach unserem Schiff hier. Ah ja, wunderbar. Achso, jetzt... Ja, Kanonen, verdammt. Ich könnte es jetzt abbrechen, aber ich glaube, dann sind die Sachen weg. Das ist nicht gut. So, unser Volk hier scheint sich ja durchaus wohl zu fühlen. 7056 Kaufleute haben wir hier. Es ist durchaus eine zu respektierende Zahl, würde ich mal so meinen. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Das ist schön. So, dann kommen noch immer die Kanonen hier rein. So. Und du kriegst jetzt eine Route. Du kriegst jetzt etwas mit der Route auf den... Nein, natürlich nicht. So, warte mal, wir haben hier, ja, kriege ich auch die Menge mitgeteilt? Egal. Mach mal einfach das Maximum, was geht. Nein. Das Maximum, was geht. Weiß jetzt auch gar nicht, wie viel das Schiff einlagern kann. Ah doch, okay. Dann mach mal...
die komplette Menge. Mal schauen, wir haben ja auch noch ein paar Marktplätze gebaut und wir werden auch in Zukunft noch Marktplätze bauen. Und das, was wir jetzt hier holen, das schicken wir aber erstmal hier hoch. Da. Das lagern wir aber auch erstmal nur ein. Und der Laden kommt dann in Kürze dazu. So. Ups. Nee, Salz wollte ich gar nicht haben. So. Okay, das sieht super aus. Let's go. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie viel der da abholen kann. 400 Tonnen kann er theoretisch mitnehmen. Wir haben hier 180 Tonnen. Naja, gut. Naja, wie gesagt, es folgen ja sowieso noch weitere Marktplätze. Okay. Er löscht schon. Wir könnten ja... boah, Schnief. Dieses Geschniefe gibt mir so auf den Sack. Das stoppt ihr gar nicht. Ich mach mal Folgendes. Ich mach etwas langsamer erstmal. Doch, Schönheit ist ein Hexenwerk. Okay, ich glaube, der sieht auf beiden Seiten gleich aus. Ehrlich, jetzt hier ein Werkzeuge? Wow. Flottenkommandant, hey, Moment, bitte. So. Toll, jetzt konnten wir einen einzigen Laden bauen. Ah, na gut, der muss ja auch erstmal runterfahren. Ach nee, das ist ja gar nicht. Hä? Ist der jetzt wirklich erstmal bis zu der Insel hier hochgefahren, um dann runterzufahren? Oh Mann, ey. Das sind nicht mal wieder... Naja, die KI war ja noch nie die beste hier irgendwie. So. Wir holen uns jetzt erstmal eine ordentliche Portion Werkzeug. So, brauchen wir hier noch Ziegel? Nö, eigentlich nicht. Aber wir können was mitnehmen, dann nehme ich auch nochmal was mit. So. 46 Tonnen, warte mal, dann... Komm. Gib mir noch 4 Tonnen und dann bin ich glücklich. Nee, nicht, ja. Noch eine Tonne. Ja, genau, so. Schön, dann nehmen wir nochmal voll Holz mit und dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja, Captain? Genau. So. Ah ja, hier kommt er schon mit... Oh doch, ja. Die vollen 180... Naja, logisch, die vollen 180 Tonnen, ist ja klar. Sind auch schon wieder 50 Tonnen am Start. Jetzt fangen sie alle an zu rattern hier unten. So, dann mache ich erstmal wieder langsam. Achso, das ist nicht unser Schiff. Und wir können schon mal beginnen, die Läden zu bauen. Dass wenn der da ist, dass du, ne? Ich will das alles ein bisschen timen. Oh, wie viel wir hier aber auch einlagern können, ne? So. Da. Zack. 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 Da hatten wir den Nahrungsstand, dann baue ich daneben... Ach nee, da war der Baum so schön, warte mal. Will den Baum nicht kaputt machen, dann baue ich lieber den hier hin. So, das ist schön. Die Schweine, ey. So. Zack. Und zack. So, und dann vielleicht auf der anderen Seite auch gleich noch. Damit wir es komplett haben. Dann werden die Stoffe wahrscheinlich schneller weg sein, als man gucken kann. So. Fertig. Ich glaube, die hier kommen dann sogar auch noch ran. Ja, die kommen da alle ran. Wunderbar. Und da kommt unser Schiff. Ich bin gespannt, wie schnell die Stoffe weg sind. Das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Boah, wie... wie die alle anfangen zu rennen, ist das genial. Oha, du. Nicht schlecht. Aber ich denke, wir sollten das locker hinbekommen. Also trotz der vielen Häuser hat das eigentlich ganz gut geklappt gerade. Jetzt haben wir noch 88 Tonnen. Wenn der wieder runterfährt, ich bin mal gespannt, wie viel er dann nochmal abholt. Können wir mal schnell verfolgen, der ist ja relativ zügig unterwegs. Ich glaube, wir können wieder eine volle Runde mitnehmen, so ziemlich. Oder? Mal schauen. Ja, die ersten fangen schon wieder an, hier rumzuheulen, dass ihr Lager voll ist. Mal gucken. Nö, nicht ganz. Aber fast 150 Tonnen. Das ist wie mit den Stoffen. Genau. Bäh. So, warte. 70 Tonnen. Schön. Wunderbar. Läuft eigentlich super alles. Dann machen wir hier mal weiter. So.
finde dieses wuselige Treiben hier in der City ja immer so lustig, ne? Wie die dann immer alle hin und her rennen und dahin gehen und da was kaufen und so. Das fand ich eigentlich super hier bei Anno 1503. Und ich finde es schade, dass sie das danach nicht weiter so gemacht haben. Dass. Och Mann. So. Dass man quasi selber so seinen Marktplatz aufbauen kann. Oder die Läden halt dahin bauen kann, wo man selber denkt, ja, da passt er gut hin. Und so. In allen anderen Anno-Teilen, ja. Also entweder bei 1602, klar, gut, da verstehst du, das Spiel ist alt. Das darf quasi solche Features mal nicht haben. Aber hier so Sachen, Titel wie zum Beispiel dann ab 1701 war das ja nur noch so, dass du einen zentralen Marktplatz hast, wo alle dann hingehen können. So, das finde ich ein bisschen doof, wie gesagt, weil ich meine, schaut euch mal an, wie es heutzutage aussieht. Es gibt zig kleine Läden überall und da gibt es, klar, es gibt auch einen zentralen Marktplatz und so, ja. Aber es ist dennoch so, dass überall mal kleine Läden sind und sowas finde ich eigentlich klasse. Das finde ich viel schöner, als wenn es irgendwo nur so einen riesigen Fleck gibt, wo alle hinrennen müssen und sich da horten und keine Ahnung was. Klar, es ist zentral gelegen, denn meinetwegen und sowas und... Naja, man kann aber auch nicht sagen, dass es irgendwie weniger Platz kostet oder so, ne? Weil ich meine, die Läden hier sind alle nur 1x1 groß. Da kann man nicht meckern. Von daher. So. Von daher verballere ich hier unser Holz, während ich mich ständig verbaue. So, so. So viel zum Thema Multitasking-Fähigkeit, ne? Bauen und reden. Ist nicht immer so eine gute Kombination bei mir. Wie ich es euch ja schon mal gesagt hatte. Es ist immer so eine Sache. So, plopp, plopp. Eure Stadt hat eine Größe von 2500 Einwohnern erreicht. Fickt der wieder mit seiner 500 an. So. Hier oben kommt jetzt das Meer. Oh, eigentlich auch schön, ne? Ich glaube, wir können da sogar haarscharf dran vorbeiziehen. Vielleicht können wir nur ein paar Häuser nicht bauen. Aber trotzdem schön, finde ich irgendwie. Das Meer so direkt neben dem Haus. Ist genau das gleiche wie mit dem Fluss, ne? Ich finde sowas einfach nur genial. So, jetzt werde ich aber mal schauen, nicht, dass uns hier die Nahrung flöten geht. Ja, genau. Es wird nämlich schon wackelig, glaube ich. Es wird schon sehr wackelig, habe ich so den Eindruck. Das dürfen wir hier langsam auch mal, ne? Bilanz, meine ich ja wohl. Warte mal, wie machen wir das da am besten? Wie war hier die Nahrungsproduktion? Ich glaube, die war gerade mal so, dass es reicht. Ja, nee, ich will hier nicht abzapfen. Dann mache ich das lieber so, dass wir... Ja, hier denke ich mal, werden wir eh keine Häuser reinbauen. Deswegen werde ich hier mal... Erstmal brauchen wir Baumaterialien, verdammt. Holz ist alle. Flotte ist auf Zielkurs. Meine Lieben, ihr dürft nicht so viel Nahrung kaufen. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier sage, keine Nahrung? Dann ist das nur da, okay. Genau, ja. Genau sowas. Ist interessant, wenn ich da doppelt draufklicke, ne, dann hat der so einen riesen Einzugsbereich irgendwie, den er einem anzeigt. So, ja, die Nahrung geht schon ordentlich runter. Unser Schiff muss sich beeilen. Wie sieht's eigentlich... Guck mal hier, 100 Tonnen Stoffe. Was steht denn der da rum? Egal. 100 Tonnen Stoffe... Ja, also mit den Stoffen sollte es erstmal keine Probleme geben, denke ich. Das finde ich schon mal super. So. Lass uns durch. Bops. So. Holz. Werkzeug nehme ich noch einmal mit. Ziegel haben wir gar nicht gebraucht, dann nehme ich lieber noch mehr Holz mit. So. Holz können wir immer gebrauchen. In die Wanten! Genau, und auf geht's. Bei dich. Die Nahrung geht runter. Zwar nicht so, als hätten wir nichts, aber sie geht runter. Und zwar nicht gerade langsam. Nur noch knapp 140 Tonnen. Ah, da ist unser Schiff. Wunderbar. So, lagern wir erstmal Holz ein. Boah, was wir hier unterkriegen in der Stadt, das ist ja nicht normal. Fast das komplette Holz, 340 Tonnen. Na gut, wir haben hier zig Marktplätze, ne? Durch unseren Baustil, aber ich finde es nicht schlecht. Also mir gefällt's. So. Genau, bauen wir erstmal Weizenfarm. Ja,
ja, auch damals waren schon so Make-ups und sowas gefragt. Das ist immer so lustig, was die im Hintergrund alles von sich geben, ja? So, ich glaube, so ist das richtig. Hoffe ich mal. Ja, ich habe mich nicht verbaut. Okay, dann habe ich den Bogen langsam raus. Jetzt haben wir hier 5 gebaut. Warte, dann baue ich hier nochmal 5. Ich bin gerade etwas ruhiger, da ich, wie gesagt, mich immer etwas versuche zu konzentrieren, damit ich mich nicht permanent verbaue. Das ist immer so eine Sache, ne? Ah, nein, lieber nicht, danke. Huch, da war mal wieder ein Denkmal gewesen gerade. So, schön. Dann haben wir eigentlich noch genügend Platz hier, so in den Lücken. Ich finde den Baustil so genial. Wir haben hier echt genügend Platz noch, um da unseren anderen Krempel unterzubringen. Das werde ich auch tun. So. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber warte mal, wir haben 10... Ja, nee, nee, da baue ich lieber nochmal. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Wo waren das jetzt? Da. Ja, okay. Gut, nee. So wie ich es mir gerade gedacht hatte, kann ich es nicht machen. Ist aber auch egal. Ich mach das mal so. Und... Warte mal, lass mich mal kurz zählen. Ja, wir probieren es erstmal so. Da stimmt doch mal wieder was mit der Symmetrik nicht. Ist mir gerade aufgefallen, glaube ich. Aber gut. Sei es drum. Ist egal. Gut. Damit sollte die Nahrungsproduktion erstmal wieder etwas optimierter laufen, hoffe ich. Wir werden sehen in der nächsten Folge, wie es dann weiterläuft. Jetzt ist die Folgenzeit leider erstmal wieder zu Ende. Aber ich werde es mir nicht nehmen lassen, noch abzuspeichern. So, 20. Folge. Ach übrigens, bevor ich es vergesse... heute Abend, 20 Uhr, ist ein Livestream geplant auf Twitch. Schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei, auf der Kanal-Hauptseite halt. Da ist ein Ankündigungsvideo zu finden. Da findet ihr weitere Details. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da mit dabei seid. Und ich bedanke mich natürlich auch, dass ihr hier mit dabei wart. Dabei wart. Und ja, nochmal eben demonstrativ abgespeichert. Spielstand gesichert. So. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge zurück bei Let's Play Anno 1503.